Tja, Leute, es ist eine Premiere für mich, heute ein Let's Play zu machen und bereits 60 Videos. Das hat es auch noch nie gegeben bei mir auf diesem Kanal, aber heute ist es soweit. 60 Videos, Wahnsinn, 8 Wochen, 6 Wochen, das hat es auch noch nicht gegeben, aber ich habe das für euch getan, für meine Kumpels, ja. Ich habe mir Zeit gelassen, wirklich. So viel Zeit habe ich mir eigentlich noch nie gelassen, ausführlich. Für so ein Let's Play. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es gern gemacht. Bis jetzt. Gut, wir müssen wieder in den Wald. Den Düsterwald. Düsterwald. Dafür, dass ich dafür 4 Götter beeindrucken musste, ist der Preis. Jetzt müssen wir da wieder in den Wald gehen. Das war's eigentlich. Gehen wir mal weiter. Geh weiter da. So, jetzt legen wir es einmal an. Armbrust. Mit Silberpfeil. Was? Ne? Normal müsste das aber gehen. Oder vielleicht muss man es umgekehrt machen. Der Silberbolzen passt perfekt in die Armbrust. Ich lade die Armbrust, sobald es ernst wird. Ich will nicht mit einer geladenen Waffe durch die Gegend laufen. Naja, das hat sich also erledigt. Okay, dann gehen wir in die Höhle des Löwen. In Ordnung. Zeit auf Werwolfsjagd zu gehen. Was? Anschuss. Bitte, was ist das? Nein! Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Alles in Ordnung? Ist sie weg? Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Alles in Ordnung. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht... Scheiße. Timmy? Der hat sich in einen Werwolf verwandelt. Scheiße, mir. Nicht! Bist du bescheuert? Ich hätte ihn erwischt. Ja, wer ist das? Der Werwolf ist Timmy. Du hättest beinahe Timmy erschossen. Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Ja, leider er ist doch. Eine Wehrratte. Leider doch. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Leider doch. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln. Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen. Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas.
Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Tim. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. Ja. Ach ja. Warum wird ein Mädchen wie ein Kopfgeleger? Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein? Ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja? Werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Tja. Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du da nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein, ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du es versucht hast. Ist ja nicht lieb. Dann solltest du also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht. Ja, warum nicht? Und du? Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Und sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, nicht sonderlich. Ich schlage vor, wir suchen gemeinsam das Herz des Waldes. In Ordnung? Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn. Aber dieser Wald... Ich habe eine Idee, wie wir das Herz finden können. Ich brauche dafür ein Gerät vom Bürgermeister. Dann schlage ich vor, dass du dieses Gerät besorgst und ich so lange die Stellung halte. Allerdings nicht hier bei den Spinnen. Ich warte drüben beim Durchgang. Ist gut. Allzu lange sollte es nicht dauern. Übrigens, mein Name ist Lizzie Kieselbach. Meine Freunde nennen mich Tin Lizzie, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Tin Lizzie. Ist sie nicht lieb? Ist sie nicht lieb? Gut, gehen wir wieder zurück. Naja, gehen wir mal unten rechts. Ich würde mir sagen, rechts. Was haben wir denn da eigentlich? Was haben wir denn da? Nehmen wir da unten rechts, wurscht. Was ist denn da? Stoppfetzen? Braucht er die Augen? Stoppfetzen. Das ist Timmys Halstuch. Es ist zerrissen. Was haben wir denn da noch? Gut, das Team ist das Halstuch. Gut, dann ist unten rechts. Unten rechts. Ja, der liebe Wald, es ist nicht immer, was haben wir denn da? Ich dachte, die Falle, aber es war nicht unbedingt. Es ist, haben wir da runter wieder. Ja, da sind wir ein bisschen im Kreis gegangen, glaube ich. Der liebe Wald
Gehen wir Pilze suchen. Gehen wir Pilze suchen. Ho, ho, ho. Wir müssen der bisserl ins Dorf hinein. Gehen wir bisserl spazieren im Wald. Ho, ho. Betrachte die Falle. Dann gehen wir oben hinauf, auf. Denn irgendwo müssen wir ja hinauskommen. Ho, ho, ho. Diese Scheißwald. Ho, ho. Gut. Gehen wir rechts hinaus. Ah, ist ja immer ganz geil. Sind ja ganz geil. So, Burschen, wir sind ja eigentlich. Sind wir da gegangen? Haha. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Haha. Haha. Gehen wir da runter mal. Ich brauche sicher jetzt eine halbe Stunde aus diesem Scheiß-Wald. Halt. Hu, 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 hu. In the symbol light of fighters. Hu, hu, hu. Wenn die Wege nicht immer so gleich wären, irgendwie gehen wir da im Kreis. Hu, 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 hu. Da unten waren wir noch nicht, oder? Ist dieses Spiel nicht geile? Ach du heilige Scheiße. Du 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 du. Du 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 du. Normalerweise. Hört man da oben. Da waren die Augen. Okay. Bedachte die Augen einmal. Lange dachte man, Augen in der Dunkelheit würden zu gefährlichen Tieren gehören, die einen beobachten. Doch dann stellte sich heraus, dass es einfach nur glühende Augen ohne Körper sind, die ganz harmlos vor sich hinschweben. Kein Grund zur Besorgnis. So, was haben wir da? Gehen wir links oder rechts? Gehen wir rechts. Ja, ich glaube nicht, der Zucker. Da tun wir die Augen. Okay. Ja, da gehen wir hin, da gehen wir. Das ist jetzt ein Wahnsinn. Ist das jetzt ein Wahnsinn? Ist das jetzt ein Wahnsinn? Ich glaube nicht, dass Timmy einfach... Aber schlecht wäre es vielleicht nicht. Als Werwolf könnte ihm leicht etwas zustoßen. Oder er könnte jemanden verletzen. Blöde Frage, wo haben wir da jetzt eigentlich schon irgendwo? Gewetter. Da unten, rechts. Ich gehe jetzt nur immer unten rechts. Mal schauen, was passiert.
Ich finde aus dem scheiß Wald nicht mehr raus. Ist das jetzt geil? Ist das jetzt geile? Ist das geil? Ich finde nicht mehr aus dem Wald. Hilfe! Super. Okay, warte mal. Da ist das Ding. Das Logo, oder? Stimmt das? Okay. Ich finde nicht mehr aus dem Wald. Hilfe! Und dann da. Ja, da. Seht ihr da? Da bin ich wieder da. Scheiße, ich will da nicht raus. Ich will zu Mama. Ich will zu Mama. Zum Mama an den Back. Irgendwie gehen wir da im Kreis. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wieder nicht mehr raus. Ich will da raus. Da gibt es jetzt, ha? Da oben. Gucken wir da. Gucken wir da. Ja, da. Und da kommen wir noch da. Ja, das ist echt zum Verzweifeln. Und runter. Okay, da war sie. Da war sie. Theoretisch sind wir von da gekommen. Dann sind wir von da unten gekommen. Dann da. Und runter. Da war ich wieder da unten. Doch nicht. Jetzt wird's lustig, Bursche. Jetzt wird's lustig, lustig, lustig. Ich finde aus diesem Scheißwald nicht mehr raus. Di-da-da-da-da. Oh yes, Baby. Ich finde nicht mehr raus aus diesem Wald. Di-da-da. Da gehen wir weiter zurück zu ihr. Geh weiter. Da kommen wir doch. Ah, da waren wir auch schon. Komisch. Es ist echt zum Verzweifeln da. Es ist echt zum Verzweifeln. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, ja, da wohin. Haha.
bist wieder bei ihr. So, jetzt reicht. Jetzt gehen wir da rein. Lissy und ich könnten stundenlang... Nicht, dass ich jetzt... Aber wir wissen immer... Ich sollte, wenn wir... Lissy ist sehr mutig. Sie hat... Ich wüsste nicht, was ich... Ich glaube, ich... Okay, jetzt bin ich aber jetzt schon fast jeden Weg gegangen. Denk mal neutral. Das ist einmal unten. Diesen Weg. Gut. Okay. Was da oben? Okay. Da gehen wir da nochmal. Trotzdem da nochmal. Dedede, geht da dann. Unten rechts. Und nochmal unten rechts. Ach, ich bin ein Trottel. Ja, das passiert eben. Ja, das habe ich gemeint. Ich bin ein Trottel. Ja, das passiert eben, Leute, wenn man einen Schritt, wie ich schon einmal betont habe. Ja, okay. Ein altes, sagen wir mal großzügig, weißes Bettlaken. Oh. Das ist das, wenn man um einen Schritt nicht weitergeht, dann irrt man sich da wie ein Trottel. Ja, eh klar. Ja. Ein altes, sagen wir mal. Normalerweise müsste man ihn jetzt erschrecken können. Gespenst. Normal. Muss ja schauen, ob man, dass sie irgendwas anschauen müssen dadurch. Friedhöfe sind schon unter normalen Bedingungen angsteinflößend. Aber der hier ist extra gruselig. Ich frage mich, warum die Leute in abgelegenen Dörfern Grabsteine und Kreuze nie gerade aufstellen können. Haben die denn weder Winkel noch Augenmaß? Ja. Die Kirche sieht aus, als hätte sie seit Jahren niemand mehr betreten. Eine Geisterkirche. Also keine Kirche für Geister. Eine Kirche für Menschen. Geistliches hat damit nichts zu tun. Wie fast alle Gebäude im Dorf. Verlassen, gruselig und irgendwie auch ein wenig traurig. Was haben wir denn da noch? Brennofen. Gut. Normalerweise. Was haben wir denn da noch? Was haben wir hier noch? Blutgedeckter Lappen. Wo kommt da was? Ja, da nicht. Oder müssen wir im Test fahren? Ja, aber wir sind nämlich schrecken. Hallo. Ja? Kennen Sie sich mit Werbung aus? Wie kann ich das Herz des Waldes finden? Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Ja. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend.
Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister van Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Kann ihr Geister auf Spürgerät mit mir nicht helfen, zu finden? Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Warum geben Sie mir? Ich dachte eigentlich, Sie könnten mir Ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aha. Aber wenn Sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche Ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. So, jetzt müssen wir nochmal rausgehen. Ich befürchte, dass wir noch mit Gulliver reden müssen. Habe ich befürchtet. Gut, müssen wir noch mit Gulliver reden über den PKE-Detektor. Wahrscheinlich. Gulliver? Wilbur, hast du das Herz des Waldes gefunden? Und Esther und Timmy? Geht es ihnen gut? Ja, Timmy haben wir gefunden. Noch keine Spur von Esther. Aber was Timmy angeht, gibt es Neuigkeiten. Im Herz des Waldes müsste es viel psychokinetische Energie geben. Was für ein Ding? Naja, so eine Art Energie, die von übernatürlichen Sachen ausgestrahlt wird. Man kann sie mit so einem kleinen Gerät mit Ärmchen dran aufspüren. Könnt ihr so ein Gerät bauen? So ein kleines Gerät mit Ärmchen dran, das Spuk aufspürt? Keine besonders präzise Beschreibung. Kannst du Konstruktionspläne besorgen? Dann können Nate und ich unser Glück versuchen. Nein, glaube nicht. Er hat ein PKE-Gerät. Müssen es auch abfluxen. Wenn wir uns keinen eigenen PKE-Detektor bauen können, müssen wir irgendwie den vom Bürgermeister bekommen. Aber er will ihn nicht hergeben, weil er ihm zuverlässig die Gegenwart von übernatürlichen Dingen anzeigt. Was schlägst du vor? Ich arbeite daran. Es ist Timmy. Timmy ist ein Veteran. Der Werwolf, den du gesehen hast. Ich glaube, das war Timmy. Timmy? Was erzählst du da? Ich bin ihm im Wald begegnet. Er ist eine Wehrratte. Oh Gott. Du meinst, Timmy wurde vom Werwolf gebissen? Ja. Nicht heute Nacht. Vermutlich schon vor langer Zeit. Er war in Esters Manteltasche, als wir Düsterwald erreichten. Hier ist es immer Nacht und immer Vollmond. Und als mein Flauschekätzchen sich so vor dem Paladin erschrocken hat? Muss er aus ihrer Tasche gefallen sein. Er sah den Vollmond und verwandelte sich. Aber wenn hier immer Vollmond ist... Richtig. Wir müssen einen Weg finden, den Fluch zu brechen. Oder wir müssen Timmy irgendwie aus dem Düsterwald schaffen. Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Jo. Okay, da werden wir dann das nächste Mal weiterspielen. Gut, ciao, ciao.